So, wir wollen da rein. Hallo, Erasia. Es geht sofort los. Dann will ich nicht vergessen, das Glücksequip anzuziehen. Was hoffentlich was bringt. 34. 47, ja. War's das schon? Ich würde gerne helfen. Das kannst du identifizieren. Können wir das wirklich brauchen? Kann weg. Nee. Das sind alles Ringe, die wir später verzaubern können. Ich glaube, das war's ein Glück. 47. Okay, ist aber nicht die Welt. Ich glaube, ich gucke nochmal ganz kurz in den Alchemistenladen und in den Kinkerlitzchenladen. Also im Alchemistenladen in der Hoffnung, dass wir einen permanenten Trank finden, was ich nicht wirklich glaube. Und sonst halt Gegenstände, die es bringen. Willkommen. Besonderes. Nö, da ist nichts Schwarzes. Essenz des Intellekts. Gottes Macht. Hier. Kann ich euch helfen? Ring, der nichts macht. Umhang, der nichts macht. Ihr seid echt alle doof. Nö. Okay, dann halt so. Was hätten wir denn gern? Wir hätten gerne eigentlich wie immer Kinkerlitzchen, weil alle Charaktere das gebrauchen können. Das war hier. Ein Umhang. Ein Amulett. Ein Handschuh. Spruch. Helm. Reagenz. Ganz billiger Spruch, ganz billiger Gürtel, ganz billiger Zauberspruch. Das war ein Edelstein, glaube ich. Und das war's. Gucken wir mal. Du ziehst jetzt mit deinen anderen Sachen wieder an, sonst verwechseln wir das wieder. So. Plus 8 Intellekt, aber es ist ein billiger Umhang, der kann weg. Und tot. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Vernichten kann sie nicht. Was ist das? Wenn sie es nicht lernen kann, ist es schon mal kein klerikaler Zauber. Ist es denn vielleicht ein Zauber der Lichtmagie? Geh ruhig und behalt mal. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Gottes Eingriff? Warum haben wir eine Spruchrolle von Gottes Eingriff? Das war der Zauberspruch, den die Zauberergilde gesucht hat, oder? Moment mal. Du, geh mal dahin. Ausdauer plus 16. Die Resistenzen ist mir wichtiger. Hat irgendjemand einen Umhang, der nicht ganz so toll ist? Ja, du. So. Können wir das wirklich? Schärfen plus 10 bringt brauchen nichts. Geschick plus so 16. Guck ich mal ganz kurz. Du hast jetzt Rüstungsklasse 121. Oh, zwei weniger. Angriff 35. Angriff 34. Macht jetzt nicht so viel. Kann weg. Ja. Wow. 24 Intellekt mehr. Der ist gut. Besser als ein stinknormaler Silberhandschuh. Ja. Geistesresistenz plus 22. Was hast du? Intellekt plus 12. Intellekt plus 10. Rüstungsklasse plus 3. Ja, nimm das mal. 3 Rüstungsklasse mache ich jetzt nicht so viel. Kenne ich nicht. Das kommt alles weg. Gut. Todesblüte. Felsenattacke. Ja, Gottes Eingriff irritiert mich jetzt echt. Mal ebenso den mächtigsten Zauber, den die Zauberergilde seit Jahren sucht, irgendwo in einem Dungeon gefunden. Jetzt, ja. Guten Tag. Darf ich helfen? Weg mit dir. Nochmal zum Kinkerlitzchenhändler. Denn wir brauchen ganz viel Gold. Wir könnten jetzt nicht mal, glaube ich, einmal in der einen Taverne schlafen. Das war echt teuer da. Also Niggen besaß in den Bereich hinter dem Niggen-Tunnel. Kann ich euch helfen? Verkaufen. Weg. So. Vielen Dank. Jetzt möchte ich was ausprobieren. Du, zaubern. Stadtportal. Aha, wir können uns doch aussuchen, wo es hingehen soll. Sehr schön. Und wir können auch direkt in die Niggenberge teleportieren. Das ist sehr praktisch. Trotzdem wollen wir erstmal da rein. So. Hier wollen wir gucken. Nicht nach den Elfen.
Die Elfen sind, glaube ich, immer noch nicht so gut davon zu sprechen. Schließlich haben wir deren Artefakt oder ein neutrales Artefakt indirekt entwendet. Und wir sind in ihre Verwahrungsanstalt eingebrochen und haben dann Spionen rausgeholt. Das finden die bestimmt nicht toll. Mions Heim. Was haben wir denn hier? Bodenexperte. Speermeister. Ich suche eigentlich die Magierschulen. Und nebenbei halt, was einem so für die Füße fällt. Weil es passiert ja oft genug, dass man irgendwo irgendwelche Lehrer findet, die man dann doch noch für irgendwas braucht. Oder sogar Missionen. Wobei wir hier schon einmal komplett durchgegangen sind. Ich glaube, die einzige Mission, die wir hier noch haben, sind die drei Statuen finden. Und das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Hinten sind Zelte. Da waren wir schon. Oh, nicht runterfallen. Wie geht es euch? Eile, Härten, Steinhaut. Wir sind jetzt Alchemiemeister. Lähmung heilen würde ich gerne wissen, wie das geht. Was haben wir noch? Waffenöl der Vereisung, Waffenöl der Funken. Wachreaktion. Achso, das ist ein schwarzer Trank, oder? Gucken wir mal. 1000 Gold, was soll's. Wahre Reaktion. Der schwarze Zaubertrank der wahren Reaktion, ja. Das ist nur für Großmeister, das ist ein schwarzer Trank. Lähmung heilen. Der weiße Zaubertrank Lähmung heilen hebt den Zustand der Lähmung auf. Um solch einen Trank zuzubereiten, muss die richtige Kombination aus einer roten, einer blauen und drei gelben Reagenzien gefunden werden. Rot, blau, drei gelb. Geht das mischen los, oder? Perfekte Mischung. Die perfekte Mischung. Rot, blau und drei gelb. Rot und blau ist lila, aber das können wir nicht sofort mischen. Also brauchen wir rot und gelb. Blau und gelb. Die perfekte Mischung. Das ist jetzt rot und blau und zwei gelb. Also brauchen wir noch ein gelb. Geschafft. Also ich mische jetzt das damit. Oh, muss ich gar nicht mischen, das haben wir hier schon. Also wenn ich die beiden jetzt mische, müsste Lähmung heilen rauskommen. Es tut mir leid. Okay. Oh. Noch irgendwas kaputt? Das Amulett im Inventar ist kaputt. Repariert. Ja. Das waren die richtigen, ja. Okay, da ist definitiv irgendwas schiefgelaufen. Aber wir haben nicht mehr so wirklich viele Reagenzien, um das auszuprobieren. Die perfekte Mischung. Also grün ist gelb und blau. Nochmal gelb. Das sind jetzt zwei gelbe, ein blauer. Ja, er hat gesagt, richtige Mischung, ne? Es kann auch sein, dass wir blau und rot mischen zu lila. Lila mit gelb mischen. Da brauchen wir noch mehr, wesentlich mehr Reagenzien, um ein bisschen rumzuprobieren. Aber das macht Spaß. Was wollten wir noch? Du bist Wassermagie-Meister, du brauchst noch Wassermagie-Zauber. Genau, wir wollten Schulen gucken. Fahrt mal. Hier drüben waren wir gerade, richtig? Ja. Ich glaube, ich bin gerade falsch wieder zurückgelaufen. Eigentlich wollte ich da hinten hin. Und danach den Halt Afli. Genau, da will ich hin. Über diese komische, friemelige Brücke hier. Oh, okay. So, was haben wir hier? Adaptengilde der Erdmagie. Willkommen in der Erdgilde. Klinge, Klinge, Steinhaut ist gekauft. Steinhaut, Klinge, Steinhaut. Okay. Steinhaut ist schon mal sehr wichtig. Jetzt kenne ich einen neuen Zauber. Feuer, Luft. Willkommen in der Luftgilde. Fliegen. 8000 Gold. Okay, wir müssen jetzt 8000 Gold zusammenbekommen. Du, weg. Todesblüte können wir verkaufen. Felsenattacke können wir verkaufen. Oh. Dieses komische
kreisige Ding, was ich auf dem Boden gesehen habe, ist eine Felsenattacke gewesen, die ich aus Versehen gesprochen habe, als ich die Schriftrolle zu Lay rüberreichen wollte. Die wird jetzt vor ein paar Sekunden explodiert sein und ein paar Elfen mitgenommen haben. Aber wir waren nicht da, als es passiert ist, also haben wir keine Schuld. Wir gehen mal in eine Taverne und schlafen eine Nacht. Nur Harald, genießt euren Aufenthalt. Lalala. Elfen? Alles gut? Es gab vor ein paar Tagen einen Unfall, habe ich gehört. Okay. Ja, wir müssen die Sachen verkaufen. Talana gibt vorsichtig Zaubersprüche weiter. Solarstrahl ist schön teuer. Blitzstrahl ist schön teuer. Teilschuss behalte ich. Verbrennen. Kommt weg. Behalte ich auch. Stäbe. Eisstab. Feuerstab und kaum noch Ladung. Kommt weg damit. Ist inzwischen so mächtig, dass. Brauchen wir nicht mehr. Kinkerlitzchen, ja. Sucht ihr etwas? Verkaufen. Weg, 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 weg. So. 9000 Gold. Also jetzt OOC. Ich denke, der Zauberspruch wird verschwunden sein, als wir rausteleportiert sind. Das heißt, euch ist nichts passiert, was ja schon mal gut ist. Oh, und wir brauchen neue. Dingens. Seid gegrüßt. Alle Resistenzen um 20 Punkte. So. Jetzt haben wir hoffentlich noch genug Gold für den Willkommen in der Zauber. Fliegen. Ja, haben wir. Oh, sehr schön. Das kann ich nicht lassen. Sie war das. Einen neuen Zauber. Dö, 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 dö. Oh. Nein! Ich habe E gedrückt zum Springen. Jetzt sind alle Elfen stinkig. Ich wollte doch nur fliegen. Das ist zu viel verlangt. So, wir fliegen einfach unseren Sorgen davon. Ist okay. Ja, schnell weg von den Elfen. Und wo wir gerade mal hier am Fliegen sind, können wir ja schon mal gucken, was hier hinten war. Da hatten wir nämlich Bäume auf der Insel gesehen. Die Bäume da. Du. Hey, du. Du. Das, du brauchst nichts. Du Segen, du Steinhaut. Baumquatsch. Baumquatsch. Du solltest keinen Zauber benutzen. Quatsch. Was beschützt ihr eigentlich, Bäume? Oder seid ihr nur hier zum hier sein? Oh, da ist was. Du Auge. Ja, ihr seid absolut kein Problem mehr. Tour. Ja, wir brauchen viel Gold, das passt schon. Noch so ein albernes Ding. Lila Trank könnte das sein, was wir brauchen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kommt weg. Können wir das wirklich brauchen? Kommt weg. Hier kommt auch alle weg. Oh, noch eine Truhe. Sehr schön. Während wir hier am Plündern sind, vergessen die Elfen hoffentlich, dass wir aus Versehen einen ihrer Bürger erschossen haben. Können wir das wirklich brauchen? So, weg. Ich wollte schon wieder E drücken zum Springen, um abzuheben. Das ist keine gute Sache. Hier lebt doch immer noch einer. Da. Ich glaube, Karte ist dann noch eine Insel. Also da, wo man nicht hinfliegen kann. Genau. Ich sehe noch was. Oh, du bist ja ein alter Baum. Ah, Reisende. Wie geht es euch heute? Die Bäume sind in Aufruhr, erzürnt. Das Herz des Waldes ist von Wurzellosen gestohlen worden. Also, Humanoiden. Die Wurzellosen werden mit Blut dafür zahlen, bis das Herz zurück ist. Okay. Also wir sollen ein Herz finden. Das klingt machbar. Können wir das wirklich brauchen? Da wir eh jeden Kerker und Dungeon auf den Kopf stellen, um Beute zu machen. Und ja, sowohl gut als böse würde wirklich gut zu uns passen. Ach ja,
Und hier ist gar kein Dungeon. Hier ist nur ein Weg nach oben, den wir nicht brauchen, weil wir fliegen können. Weil wir toll sind. Gucken wir mal, wo das hinführt. Oh, und da oben. Ja, ich lasse mich leicht ablenken. Da ist ein Wettbewerb des Intellekts. Kommt da dann ab. Jo, 5 Fähigkeitspunkte. Sehr schön. Unsere Druiden schafft das nicht, oder? Warum kann ich nicht? Achso, hochfliegen, okay. Runter. Runter. Nö, verloren. Okay. Wobei, du kannst mal ganz kurz das da ausziehen. Und das da. Und das da. Und den Ring auch noch. Und mit den Sachen gewinnt sie das hoffentlich auch. Und wenn sie das gewinnt, gewinnen alle anderen das vielleicht auch. Intellekt plus 1. So. Jo, gewonnen. Sehr schön. Also die Sachen wieder anziehen. Gerugon geben. So. Das da. Ja, das funktioniert. Okay. Du hattest keinen Dingens, also okay. Du noch? Das sind leicht verdiente Fähigkeitspunkte.